So, hier runter soll noch ein Picknick sein. Da ist so ein Schild. Doer Adli Picknick 500 Meter. Tatjana hat Angst. Sie will nicht runterfahren da mit dem Quad. Aber ich habe eigentlich bloß jetzt hier angehalten, wegen weil die Aussicht hier so oben so schön ist. Ne? Einfach mal Abstecher in der Berge machen. Und dann mal hier so einen Kreis rum so schauen. Wir sind einfach mal so nördlich von Ober in die Berge rein. Oh, da kommt jetzt der LKW. Wie gesagt, wir sind einfach nördlich von Ober in die Berge rein. Jetzt hat einer ein Tor aufgemacht, da kommen so viele Autos jetzt. Und ja, dann war da so ein Schild, Picknick, ne? Restaurant. Das sah ganz gut aus, also die Werbung sah erstmal gut aus. Da dachte ich, mal gucken, fahren wir mal dahin. Und wenn man dann hier in den Bergen so auf der Suche nach einem Picknick ist, neben den vielen alten Häusern, ne, dann sieht man hier auch sowas. Super. Ganz große Klasse. Und da geht's weiter. Jetzt geht's hier immer nur bergauf, bergab und richtig steil. Ohne gute Bremsen ist hier gar nichts zu machen. Und wenn man hier zu schnell die steilen Berge Hänge runterfährt, ne, dann sieht man hier, wo man da ganz schnell landen kann. Ne? Also da ist wieder so ein Schild, da geht's lang zum Picknick. Aber ich denke, wir werden es finden. Also das ist hier Doer Adli Picknick. Und das ist noch eine Kombination zwischen hier Restaurant und die Pferdeunterkunft oder irgend sowas. Da drüben sind Toiletten, Pferde sind hier. Also für Pferdeliebhaber ist das was hier. Da ist ein Pferd, da ist noch ein Pferd. Also hier ist noch ein kleiner Bachlauf, ein kleiner Fluss. Dann kann man sich wohl hier mit den Pferden zusammen gemütlich essen und einfach einen Keller essen, wa? Da geht der Bachlauf nachher noch so rum. Aber da sind jede Menge Pferde sind da. Also muss das ja irgendwie Zuspruch haben. Da, kleine Wurfis sind auch da. Da ist noch einer, der schläft. Hier ist eine Bar. Da sind so Tische und Plätze am Wasser. Ah, hier sind Fische drin. Also hier ist eine kleine Brücke, da drüben ist auch noch eine Brücke, wo man hier rüber gehen kann über den Bachlauf. Ohne Wasser sind Fische, verschiedene Größen. Die Grillen sind ziemlich laut, da kann sich hier überall hier auch hinsetzen. Da kann man auch hochklettern, da kann man sich da oben hinsetzen. Und da geht das Wasser weiter. Hier ist die Grillstelle, die Grillwurst. Und das ist bestimmt zum hier Bahn. Tatjana, Slavac? Ja, wo ist der Plan? Da. Da. Tatjana, lach. Was denn? Ah, er macht jetzt den Hahn auf und da kommt Wasser von oben. Da wird hier aus dem Fluss gepumpt. Wie überall sind da hier die Gebirgsbäche. Und dann ist hier frisches Wasser drin. Oh, ich denke mal jetzt zu den Feiertagen. Wir haben ja jetzt hier den 5. Feiertag und nächste Woche ist ja fast die ganze Woche Feiertag. Der hier Opferfest ist. Ne? Da denke ich mal, hier werden da bestimmt viele sein hier. Der Flusslauf geht da hinten weiter. Und da hast du eine Art Schleuse, ne?
so ein Wehr, wo man bei Hochwasser dann das aufmachen kann, dass mehr Wasser abfließt und ansonsten wird es geschlossen. Auch so ein bisschen die Kinderspielgeräte. Da hinten ist ein Wanderweg, da werde ich mal hingehen, mal gucken, wo es da lang geht. Und hier, wenn man lang geht, hier ist das Wasser ein bisschen tiefer, sofort überall Kreise. Und dann sind hier Fische, die sind abgetaucht. Ja? Man sieht, es ist tiefer, drüben auf der anderen Seite ist flacher. Und hier ist schattiger. Hier ist das Wehr und dann fließt das hier so ab. Und hier sind dann die ganzen hier Sitzplätze, wo man sich hinlümmeln kann. Tatjana ist im Bach. Sie badet. Ja, ne, ist auch ordentlich heiß, warm. Aber da werde ich auch mal probieren zu baden. Ach, Tatjana war normal drin. Ich war nur kurz mit den Beinen, habe mir das Gesicht ein bisschen gewaschen und den Oberkörper. Nee, meine Badehose, die wird noch, die braucht so lange, bis sie trocknet. Und aber das ist schön, man kann nicht gleich baden gehen. Vorne an, herrlich. Und Fische, keine Fische, habe ich beim Baden gesehen. Die haben so keine Angst, die kommen richtig ran. Ja, Tatjana, wird es da reingehen? Aber da muss man bestimmt gleich reinspringen, den Satz reinmachen. Ich habe nicht gesehen, nicht erkannt, wie tief das ist. Na, Tatjana traut sich doch nicht rein. Aber für ihre 61 Jahre, wie Mann, wie mutig ist sie ja. Sie macht jeden Scheiß mit. Und immer ein Lächeln auf den Lippen. Das gefällt mir so an ihr. So, das Wasser läuft dann einfach hier rüber über die Kante und dann hier unten runter und dann nach hinten weg. Das fließt da hinten irgendwo wieder rein im Fluss. Finde ich total super hier, ne? Und auch diese Kombination hier von den Pferden sind da, also man kann selber reiten, die Kinder reiten wahrscheinlich und dann hier, man kann hier essen, trinken, man kann baden, die Kinder können spielen, einwandfrei. Also, hätte ich gar nicht gedacht, ne? Aber solche Plätze, so eine Kleinode, ne? Die gibt es ja hier überall in der Türkei, sowas, ne? Und das finde ich schön. Und sowas will ich jetzt auch noch mit dem Quad ein bisschen mehr erkunden. So, Chai haben wir bekommen. Mal sehen, ob es noch was anderes gibt. Und hier Doha Picnic heißt übersetzt einfach nur Naturpicknick, ne? Ist ja auch hier Natur pur, ne? Natur pur hier. Und dann mit der Pferde. Mal gucken, wie groß die Reitbahn ist. Und dass hier Naturpicknick ist, das hört man auch an den Grillen, wie laut die Grillen sind. Ne? Das hört ihr bestimmt auch. Das ist so richtig in pure Natur hier. Also wir sind ja nicht die einzigen, die hier ihren Spaß haben hier. Da, die Jungs haben auch ihren Spaß. Die haben Taucherbrillen auf. Ja, die gucken bestimmt nach Krebse. Und hier ganz viele kleine Fische. Aber jetzt sind sie wieder alle weg. Aber hier so im Sonnengelände groß werden, ne? Erwachsen werden, so als Kind oder Jugendliche, ist doch tüffig. Das reinste Kinderparadies hier. Schön. Also da drüben, das ist ziemlich breit, hier alles für die Pferde. Und hier unter dem Plan, das ist so eine hier Überdachung, damit die Pferde nicht in der Sonne sind. Dass sie auch ein bisschen im Schatten abkühlen können, auch nicht
der wütenden, knalligen Sonne ausgesetzt sind. So, und das geht dann bis da vorne. Aber ziemlich breit. Also, wenn man das schätzen soll, 15 bis 20 Meter breit ist das bestimmt. Und das geht ja von da vorne, ne? Von da vorne geht's los. Und dann da hinten, wo man da guckt, da ist ein bisschen so eine abgestochene Kante zum Berg hin. Ne? Bis dahin geht das, bis da hinten. Und hier, so ist dann der Flusslauf. Und da hinten ein richtig schönes, schickes Haus. Super. Also wenn man sowas sucht, ne? Bisschen weg hier von dem ganzen Trubel, ne? Da muss man wirklich hier in die Berge fahren, gucken. Hier gibt es so viele wunderschöne Sachen. Ach, als Kind und Jugendlicher habe ich immer Aquarien gehabt. Und noch als Erwachsener in Berlin, wo ich die Jahre in Berlin gewohnt habe, da habe ich mir ja so ein 2,50 Meter langes Aquarium selber gebaut. Ach, das ist ja richtig wie im Aquarium, wenn man hier reinguckt. Hammermäßig. Tatjana? Und das ist der Überlauf vom Badebecken. Da kommt das Wasser dann fließt wieder zurück. Finde ich cool. Durch die Sprenkelanlage da, hier wird mit Sauerstoff angereichert. Auch bei diesem Wetter. Ne? Und dann fließt das so über die Steine. Das reichert sich ja nochmal mit was Sauerstoff an. Und dann kommt Sauerstoff angereichertes Wasser hier rein. Oh, das passt. Das ist gut für die Natur. Ja, Tatjana sagte schon, das Schöne ist ja hier, hier sitzt man richtig unter Bäumen. Man sitzt nicht in der hier prallen Sonne. Ne? Und die Möglichkeit zum Baden ist nicht überlaufen. Na, zu den Feiertagen wird es bestimmt voll sein. Denn jetzt am Strand ist unmöglich. Die Leute laden sich ja hier gegenseitig quer. Ne? Und hier ist richtig erholsam, entspannt. Jetzt sind die Jungs hier am Bassin. Ja, rin, zack. Oh, das geht doch ganz schön tief rein. Das könnten sie so nicht so rinspringen. Aber richtig cool. Ich sag das, für Kinder und Jugendliche ein totales Paradies. Herrlich. Jetzt klettert er da hoch. Und wenn er von da oben reinspringt, dann ist er doch hier wirklich tief. Wow. Ja. So einen Spielort hätten wir als Jungs auch gerne gehabt. Na, ich war ja viel an der Warnow. Yeah. Da haben wir auch so eine Schaukel und ich habe so eine Seile an Bäumen gebunden und sind mit der Seile dann reingesprungen. Nun überreden sie den Lütten. Er soll auch doch von da oben springen. Na, ob er sich traut? Das ist richtig so ursprüngliche Türkei. Noch so ein bisschen unverfälscht vom Touristenrummel. Schön. Na, der Größere braucht Hilfe von den Lippen. Der Traum. Ja, so ist das. Wie gesagt, hier sind auch noch ein bisschen Plätze. Und da drinnen sind dann so Küchen und sowas. Und bei Schlechtwetter kann man sich bestimmt auch reinsetzen. Dem Hund ist auch so warm. Er legt sich im Schatten auf ein Kissen. Der weiß, was gut ist. Hier geht's runter zu den Pferden. Und dann da sind Boxen. Und hier ist dann noch ein Weg hoch in die Berge. Die haben bestimmt oben nachher auch nochmal so eine Weiden oder irgend sowas. Oder Möglichkeiten, wo man hier ausreiten kann. Hi Leute! Falls euch dieser kleine hier Ausflug hier zu dem Naturpicknick hier, ne, in den Bergen nördlich von Ober hier gefallen hat, dann Daumen hoch
Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. So, euch schiebt doch mal nach, hier, wo ich sehe, hier, worauf man achten muss, wenn man hierher kommen will. Ne? Aber bitte drauf ganz toll achten, auf den Weg hierher, steile Hänge. Aber wirklich richtig steil. Leute, also hier auf dieser Straße kommt die hoch. Die geht vierspurig aus Robber raus. Ja. Und ihr seht ihr, das sind schon ein paar Berge hinter, also Ober, nördlich von Ober. Ne? Und dann hier ist ein Abzweig. Und da ist der Hinweis dazu. Hier Doha Adli Picnic. Bei der Rücktour haben wir jetzt noch beim Binden angehalten. Ne? In der Stadt war totales Verkehrschaos. Sämtliche Ampeln waren ausgefallen. Und Wahnsinn. So, Tatjana hat ihre Maske jetzt hier vergessen. Also musste meine nehmen. Und sie ist rein, ein bisschen was kaufen. Kartoffeln sind alle. Aber das wird schon. Ein bisschen Kartoffeln kaufen, ein bisschen Eis kaufen. So, bevor der Abend noch alles gerettet ist.